Hey, hey, ich habe den Stefan anführt und das am Vatertag von seiner Familie. Und die Mama ist mit den zwei Kindern alleine, damit er hier mit uns einen flotten Dreier machen kann. Daumen hoch dafür, sage ich. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Und zwar haben wir heute ein tolles Video für dich gemacht, von uns allen dreien. Und zwar soll es darüber gehen, dass unsere drei größten Fehler, also von jedem einer, die wir gemacht haben am Anfang bei der Umstellung zur veganen Ernährung, und zwar heute auf dem sozialen Bereich, also aus dem sozialen Bereich. Da, wenn man sie so die Ernährung umstellt, da kann man sich ja so leicht ausgegrenzt fühlen und so, dieses ganze soziale Thema. Und das wollen wir heute mit dir teilen. Und dann haben wir uns gedacht, weil wir halt so ein flotter Dreier sind, dass es auch ein Video auf meinem Kanal gibt und auch auf dem Kanal von Robert. Bei Robert sprechen wir auch über unsere drei größten Fehler beim Umstieg zur veganen Ernährung, aber da auf dem seelischen Aspekt und auf meinem Kanal auf dem, von dem körperlichen Aspekt, was wir da falsch gemacht haben. Und wenn dich das interessiert, dann laden wir dich ganz herzlich ein, auch mal auf unseren beiden Kanälen vorbeizuschauen. Aber jetzt würde ich mal sagen, das ist dein Kanal, Stefan. Also deswegen Ja. erzählst du uns mal deinen ersten Fehler. Tja, Oder deinen dein größten, erster dein Fehler, mein größter größten Fehler, mein größter Fehler beim Dreier, Ja. klar. Uiuiui. Vor allem, was mir auch noch gerade eingefallen ist, wir wechseln die Location, ne? Also wir haben ja drei verschiedene Kanäle für unseren Genau. Dreier. Ja, ja, Das ist ja, mal, ja, 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 ja. damit es Damit nicht sich für euch langweilig langweilig wird. wird, Deswegen, ja. ihr habt euch bestimmt gewundert, warum jetzt Ja. Maria Ja. ankündigt. 3x3, Dreimal ja. drei, aber jetzt darf ich auch mal anfangen auf meinem Ja. Channel. Ups. Dein größter Fehler. Sind wir beim Sozialen, genau. Jetzt hatte ich gerade den Faden verloren. Und zwar, meine größten Fehler im sozialen Feld, das war halt wirklich, ich habe mir einfach immer zu viel Kopf gemacht. Ich habe halt auch immer viele Gedanken mir gemacht. Was denkt mein Umfeld, weil ich jetzt vegan geworden bin? Jetzt, Freunde von mir, die haben halt öfter Pizza bestellt. Und da macht man sich so viel Gedanken immer so, zerreißt sich den Kopf. Und am Ende merkt man eigentlich für nichts. Im Endeffekt, das Schlimme ist aber noch, wenn man sich so den Kopf zerreißt und denkt so, ach Gott, dann läuft ja das falsch und das falsch und dann ist das so und so und so, dann wird es auch wirklich so hinauslaufen, darauf hin halt eben, dass es eben genauso negativ verläuft, wie man sich denkt. Wenn Ja. man aber positiv denkt, dann wird es auch positiv verlaufen. Also das ist so ein, was auf jeden Fall ein langer Learning-Effekt bei mir war, was länger gedauert hat, weil man halt am Anfang auch diese Bestätigung bekommt, ne? Ja. So, ich denke, okay, das wird total schief laufen, das wird total schlecht laufen, das wird so und so laufen. Ich gehe mit dieser Motivation rein und das wird, und Ja. mit dieser negativen Motivation, und dann läuft es auch genauso und das bestätigt natürlich dann einen, dass es halt nicht anders laufen kann. Ja. Und da muss man wirklich ein bisschen umswitchen, einfach zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal an das Ganze positiv heran, und dann funktioniert das auch komischerweise auch genauso gut. Ja. Ich finde es ja, ich muss es sagen, ich finde es total sympathisch, dass du das teilst, weil ich denke so manchmal, also ich bin da auch so ein bisschen so ein kleiner Perfektionist. Ich darf das auch jeden Tag wieder lernen, so lass los, lass, Ja. also, und auch so die Arbeit mit den Glaubenssätzen. Aber ich finde es halt total sympathisch, dass das auch mal ein Mann sagt, weil ich höre das halt sehr viel. Klar, meine meisten Freundinnen, so Mädelsabend und so, das, ich höre das so oft von Frauen, aber ich finde das halt auch so, wie soll ich das sagen, so entspannt irgendwie zu wissen, dass das auch Männern genauso geht und nicht nur so die Frauen, so die dann da das Kopfkino schieben. Und finde es total mutig, dass du das mit uns teilst. Finde ich total gut. Also, weil Nee. ich hatte das auch so am Anfang, was sollen denn die Leute von mir denken? Ich meine, ich kann mich davon immer noch nicht freisprechen. Und ich muss so sagen, ich muss mich manchmal auch so mit ätherischen Ölen aufpeppen, sodass ich dann wirklich Mut habe, wenn ich Echt, ins ja? Rest, ja, wenn ich ins Restaurant gehe, ich habe so ein kleines Öl, das heißt Mut. Und damit peppe ich mich halt dann auf, weil ich das teilweise immer noch nach 8 Jahren Rohkost dann so denke bei manchen sozialen Anlässen wie Hochzeiten oder wenn eben so wirklich große Massen. Man glaubt es immer kaum, weil ich bin so privat doch sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend. Und wenn ich dann so denke, Gott, jetzt kommst du schon wieder damit an, dass du ein Kilo Möhren essen willst oder so, weißt du Ein so? Kilo Ja, Möhren also essen. so im Restaurant. Und dann, deswegen finde ich das so sehr entspannend zu wissen, dass es bei dir auch so ist. Also, Ja, ja. also ich finde auch, man muss sich nicht mal schlecht fühlen, bloß weil man Nee. sich anders ernährt, wenn man anders ist. Ja? Ja. Meistens ist es auch so, wenn man menschlich sieht, die erfolgreichsten Menschen waren alle anders, sonst wären sie auch weniger erfolgreich geworden. Ja. Aber vor allem, ich war auch mit meinen Allergien damals, weshalb ich zur veganen Ernährung gekommen bin, war ich auch dann auf Partys und so. Und
Ey, ich habe mich so schlecht gefühlt und die anderen kriegen das ja mit. Also dein Umfeld, du denkst vielleicht, die kriegen das nicht mit oder so, aber die kriegen alles mit. Das ist genauso wie wenn du Angst vorm Hund hast, dann kommt der Hund zu dir und beißt die erst recht, so nach dem Motto. Und da kann man ja, je länger man sich vegan ernährt, je länger kann man ja trainieren, dass man da, also ich will nur sagen, dass man da ganz souverän mit umgeht. Also das ist das Normalste von der Welt für mich, sich vegan zu ernähren, weil du halt die Umwelt unterstützt, dich selber unterstützt, andere Menschen inspirierst, ja. Und vor allem auch viel gesünder wirst. Und auch, das schenkt dir so viel Lebensqualität. Also eigentlich müsste man theoretisch jedes Mal, wenn du auf eine Party bist, von den ganzen Pro-Gründen, müsste man ja immer einen Orden kriegen. Ja, also, ja, aber ich finde es auch so interessant, dass wir so, also als Deutsche, ich liebe die Deutschen und ich fühle mich super wohl hier in Deutschland, so nicht das falsch verstehen, aber dass wir so dieses Anderssein mit etwas Negativem verbinden. Ja. Im Englischen, also in Amerika, wenn du da sagst, I'm different, dann sagen die so alle, yeah, amazing, interesting, also ist so interessant, es ist toll. Ja. Aber wir in Deutschland, wir verbinden das immer mit etwas Negativem und das finde ich auch irgendwie so ein bisschen... Perfektionismus. Ja. Man denkt immer, man muss perfekt sein. Ja. Und wie wir ja am Anfang auch den Fehler gemacht haben, ne? Du stellst die Ernährung um, dann bist du Außenseiter, das ist schon wieder nicht mehr perfekt. Ja. Dann denkst du, okay, gut, dann mache ich halt die Ernährung perfekt, dass man wieder irgendwie so seinen Perfektionismus hat. Ja. Das versuche ich auch aus meiner deutschen Mentalität so ein bisschen rauszubekommen. Ja. Und das ist wirklich, USA ist ein gutes Beispiel. Ich hatte immer Vorurteile den Amerikanern gegenüber. Ja. Dann war ich einmal in den USA, gut, es gibt vielleicht diverse Staaten, die sind wirklich schlimm, aber es ist in Deutschland auch nicht anders. Ja. Und dann, ich war halt von New York bis Miami waren wir da unterwegs und haben da einige Amis kennengelernt und das ist auch eine ganz andere Mentalität. Ja. Viel freundlicher, viel offener. Und da ist es zum Beispiel auch so, das hat mir mein Vater erzählt, wenn du da irgendwie ein Vorstellungsgespräch hast, wirst du gefragt, wie oft du gescheitert bist. Ja. Und umso öfter du gescheitert bist im Endeffekt, umso positiver ist das. Hier in Deutschland ist, wenn du sagst, ich bin einmal, zweimal, dreimal gescheitert, dann ist das, oh Gott, das ist ein Loser, der bringt so nichts. Ja, und genauso ist es in allem halt eben. Ne? Ja, und ich finde das auch, was ich auch gerne noch zu dem Perfektionismus sagen möchte, das ist halt einfach auch so eine Bürde, die wir uns auferlegen, die wir nie erfüllen können. Ich meine, es allen Menschen recht zu machen, das wird niemals gehen. Und so ein gutes Beispiel ist auch mit Farben. Wenn ich jetzt sage, welche Farbe gefällt dir besser, blau oder rot? Farben sind ja extremst neutral. Es wird immer Menschen geben, die blau besser finden und es wird immer Menschen geben, die rot besser finden. Und egal für welche du dich entscheidest, du wirst es nie allen recht machen. Und wenn das sowieso nicht geht, kannst du doch gleich das machen, womit es dir am besten geht. Und das finde ich halt so, auch um sich auch selber so, weißt du, wir beide Perfektionisten und du bist ja, gehörst sicherlich auch zu dem Kreis, dass wir uns halt selber auch so ein bisschen diesen Druck so nehmen, weil ich finde das halt so auch auf der mentalen Ebene. Das ist unnötiger Druck, ein Druck, der nicht notwendig ist, weil im Endeffekt, man sollte sich nicht seinem sozialen Umfeld anpassen, sondern man sollte sein soziales Umfeld an sich anpassen. Ja, zwar nicht die Leute dazu zwingen, ey, pass mal auf, du musst so und so sein, weil ich möchte das so, sondern einfach, okay, gut, der passt nicht zu mir, dann muss ich mir halt jemand anders suchen. Ja. Das ist immer so dieses Anpassen wollen. Ja. Und genau das ist nämlich das Problem auch mit der Ernährung. Ja. Man will sich anpassen und als Veganer passt man sich definitiv nicht mehr an. Dann ist man auf einmal das Gegenteil. Ne? Ja, und oh Gott, da kann ich ja gleich zu meinem Beispiel überleiten. Das ist eine Top-Überleitung, weil ich hätte damit fast meinen Freund in die, in die Walachei geschickt, weil ich habe am Anfang den Fehler gemacht, bei diesem apropos sozial, ich habe angefangen, den zu missionieren. Also als ich bin ja von einem Tag auf den anderen rohköstlich, also nicht nur vegan geworden, sondern rohköstlich. Und dann habe ich zu ihm halt gesagt, Samuel, du musst auch, was du da isst. Oh Gott, hör auf, damit geht gar nicht. Und das habe ich halt 2-3 Wochen gemacht. Und der hat dann irgendwann gesagt, du, Maria, weißt du was, es reicht. Es reicht einfach. Sei mal ruhig. Und seitdem fahre ich halt die Schiene, dass ich sage, okay, nicht missionieren, sondern inspirieren. Und seitdem ich das mache, der ist mittlerweile fast Veganer. Und der hat damals gesagt, er wird nie aufhören, Fleisch zu essen. Er isst mittlerweile kein Fleisch mehr. Also das ist so meine Erfahrung, wirklich lieber inspirieren, anstatt vorleben. Missionieren. Ja, vorleben. Das ist, ich merke das genauso, weil wenn ich immer in Gesellschaften drin war, also mischköstlichen Gesellschaften und so weiter, und da ging es immer so, magst du ein Stück Torte und so weiter, ich habe eigentlich immer Nein gesagt. Ich habe eigentlich immer so aus meiner veganen Ernährung so ein bisschen Geheimnis gemacht. Nicht, weil ich jetzt sage, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht, dass die Leute erfahren, dass ich vegan bin, sondern ich wollte einfach nicht das als Aufhänger bringen oder sonst irgendwas, weil das ist halt, das heißt ja immer so schön, ne? Wo dann erkennt man einen Veganer, er sagt es einem, aber eigentlich ist es vollkommener Quatsch. Ja. Und genau dann
gerät man ja eigentlich auf Widerstand. Mhm. Wenn man sagt, okay, gut, ich mache ein Geheimnis draus, die Leute werden neugierig. Ja. So habe ich festgestellt. Die fangen dann an zu fragen und am Ende redet man über vegane Ernährung, Massentierzucht und sonst irgendwas und die Leute bedanken sich bei mir fürs Gespräch. Warum? Weil sie auf mich zugegangen sind und nicht ich auf die. Und das ist immer so, du darfst die Leute nicht in eine Ecke drängen, sondern die Leute müssen auf dich zukommen und du lässt dich auf dieses Gespräch ein. Und da habe ich auch festgestellt, das ist so einfach, die Leute zu missionieren, in dem Sinne, dass man sie nicht missioniert, sondern die missionieren sich im Endeffekt selber eigentlich. Ne? Genau, und ich finde das auch, ich meine, überleg mal, wenn du jetzt, ich stelle dir eine Frage und sage dir jetzt, du musst die und die Regeln beachten und das darfst du nicht mehr machen und das, wie fühlt sich das für dich an? Und wenn ich jetzt sage anstelle, okay, du darfst einfach alles, ich habe ein wundervolles Leben, ich mache dies, ich mache jenes, du darfst das testen, dann fühlt sich das wesentlich positiver an und dann bist du wesentlich motivierter, das zu machen, als wenn man jetzt 1000 Regeln und Vorwürfe und negativ und Vor allem wir vergessen immer wieder das Menschsein, wenn du dich jetzt mit einem Freund triffst und so, ich mache das auch so früher, ich suche anders, ich mache, wenn ihr gefragt wird, dann kannst du eine Antwort geben. Ja, dann fühlt der andere sich nicht unter Druck gesetzt. Oder auch wenn man das vielleicht nicht so mitkriegt, aber jeder Mensch fühlt sich dann irgendwie schlecht oder so, weil du bist ja immer automatisch deren Spiegel. Du hältst dir den Spiegel vor und sagst, du pass mal auf, das machst du falsch. Ja. Und das ist, du bist das verträgt keiner. Du bist der Spiegel, weil unterbewusst jeder Mensch hat in sich etwas Gutes im Leben zu tun. Ja? Also den Menschen, den Tieren, der Erde hat unterbewusst jeder in sich. Aber und wir wissen alle, wie schlimm McDonald's ist, aber so viele gehen hin, obwohl sie alle wissen, wie Plastik und alles, das ist so schlecht, aber jeder macht es trotzdem, weil er sich nicht irgendwie weiterentwickeln will. Aber und so ist es auch mit der Veganerung, also je souveräner man damit umgeht und so, das ist das Normalste von der Welt und sich nicht unter Druck setzt, andere damit nicht unter Druck setzt, wenn man halt gefragt wird, dann ist man für denjenigen zuständig, und vor allem trifft man sich jetzt in normalen Restaurants, dann trinkt man halt mal nur ein Glas Wasser, wenn sie da nichts anderes sagen, aber man darf das Menschsein nicht vergessen, man trifft sich wegen der Kommunikation und nicht, oh, ich treffe mich nicht mehr mit dir kann man ja nicht mal ein Stück Fleisch essen, sowas gibt es ja alle so in den Menschen, also dann ist es auch nicht dein richtiger Freund vom sozialen Aspekt hier, dein Wort und nie dein Freund, wenn er sich so damit identifiziert und dich irgendwie dafür verurteilt, dass du jetzt etwas machst, was dir gut tut, wo es dir besser geht, wo man sich eigentlich drüber freuen müsste und wo du der Erde noch was Gutes tust. Das Problem ist, man muss bloß unterscheiden, warum macht der Freund das? Wenn du natürlich diese, wie du vorhin auch gesagt hast und wie ich ja auch gesagt habe, wenn du diese negative Energie reinbringst, dann kriegst du ja auch wieder negative Energie. Also muss man überlegen, kommt diese negative Energie von deinem Gegenüber dadurch, dass du negative Energie verbreitest? Das ist einfach, wer Schlechtes sät, der erntet auch Schlechtes. Ja. Deswegen muss man das positiv angehen und dann reagieren die Gegenüber eigentlich auch positiv. Und wenn man aus der veganen Ernährung halt eben so ein Geheimnis macht, immer so, dann kommt die Frage, du bist vegan? Ich so, ja. Punkt. Nicht mehr. Genau. Dann merkst du richtig so, radda. Oh. Warum, was bedeutet denn eigentlich vegan? Was darfst du eigentlich noch essen? Dann kommt eine Frage nach der anderen. Die werden so extrem neugierig, das ist der Wahnsinn. Aber immer nur im positiven Sinne. In dem Sinne, wenn du ein Geheimnis draus machst, dann werden die nie so im negativen Sinne neugierig, sondern immer im positiven Sinne. Ja. Und das ist natürlich ein schönes Erlebnis, wo man sagt, okay, gut. Und dann fangen die Leute an, eben zu sagen, okay, stimmt, hast du eigentlich recht. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Muss ich mal gucken. Und so viele Leute kriegen es von mir jetzt mittlerweile auch mit. Mittlerweile habe ich auch gelernt, damit umzugehen, wie man noch gezielter sozusagen da so in die Wunde sticht, aber dass es nicht wehtut im Endeffekt bei den anderen. Und ich bekomme immer mehr mit, wo die Leute sagen, ja, ich habe jetzt angefangen, weniger Fleisch zu essen, mir geht es seitdem viel, viel besser. Ich habe nie zu der Person irgendwie was gesagt, so ey, du musst vegan werden oder du musst weniger tierische Produkte essen, weil das ist total gesund, das habe ich nie gemacht. Aber die Leute, die merken es einfach so, du machst ein Geheimnis draus. Die fragen dich, geht's dir, warum machst du das? Naja, weil es mir halt dadurch besser geht, weil ich das alles nicht mehr unterstützen will und so weiter. Und dann probieren die Leute das selber aus. Und dann werden sie mehr selber merken, dass es gut tut, dass es sich geil anfühlt. Und dann werden die das auch umsetzen. Ja. Und diese Leute erzählen es dann wieder den nächsten Leuten und so weiter. Also sowas ist ein positiver Rattenschwanz, aber man muss halt eben Positives verbreiten und nur dann erntet man auch positive. Vor allem, du öffnest ja dem anderen auch seinen Horizont. Ne? Du erweiterst den ja auch, ohne zu missionieren, wie wir gerade besprochen haben. Und wenn er selber halt fragt, dann siehst du, was da für ein Interesse sich ergibt. Vor allem von demjenigen, der vielleicht noch nie was davon gehört hat. Ja, wenn alle Menschen davon schon gehört hätten und wissen, wie leicht es eigentlich ist, dann
dann hätten wir viel weniger Umweltprobleme sozusagen, ja, aufgrund der Ernährung, weil das ist einfach Fakt, dass es viel weniger Wasser verbraucht und viel umweltschonender ist alles, ja, und gesundheitlich viel besser ist. Aber das war nur mein Argument dazu, ist super. Ja, ich würde mal sagen, das war ein super Abschluss. Ich hoffe, dass wir dich jetzt auch positiv inspirieren konnten und nicht missionieren, dass wir dir so ein bisschen den Druck nehmen konnten, dass Perfektionismus gibt's nicht wirklich und anders kann auch besser sein. Und dann hoffe ich, dass dir unser flotter Dreier gefallen hat. Ich lade dich ganz doll ein, auch mal auf Roberts Kanal vorbeizuschauen und auf meinem Kanal und freue mich ganz doll, Stefan, dass wir heute mit dabei sein durften. Und dann würde ich mal sagen... Danke, dass ich dabei sein haben darf. Ja, ganz lieben Dank fürs Zuschauen, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder und sagen bis ganz bald. Jawohl, Robert. Maria. Stefan. Tschüss. Ciao.